Hallihallo, herzlich willkommen zurück zu einer wundervollen neuen Folge Horizon Zero Dawn. Und wir haben uns gerade so ein bisschen entschieden. Wir gucken natürlich, dass wir hier hinten irgendwie mit hinkommen, aber und auch hier so ein bisschen lang, ne? Aber wir gucken uns tatsächlich die Pigmente mal an, dass wir die jetzt mal noch einsammeln. Also da und da. Tierfiguren können wir ja erstmal gerade nicht machen. Im Stream wird es jetzt zu spät, als dass ich hier in diesen Drohnenhangar rein möchte, weil dann sind es ja auch wieder locker 1-2 Stunden, die wir dafür brauchen, garantiert. Deswegen gehen wir jetzt erstmal hier lang, holen uns ein bisschen Pigmente ab, geben das der Sekuli hier hinten. Mal sehen, was die dann da Schönes draus kredenzt. Und vielleicht kümmern wir uns dann hier oben noch um die Jägerinnen. Na? So. Gut, dann Abfahrt. Und mal sehen, ob sie sich dann wirklich nicht helfen lassen wollen von uns. Oder ob das jetzt hier nur wieder so ein... Naja. Stolzgewäsch ist. Nebenbei gucken wir natürlich noch, dass wir irgendwie die Sachen ranbekommen. Das wird zu schwer. Was? Dass wir die Sachen ranbekommen, sag ich. Nee, das geht ja nicht. Die wir zum Ausbau brauchen. Unsere entsprechenden Tragekapazitäten. Eichörnchen. Eulen haben wir. Dachshaut brauchen wir noch. Und Fischgräten. Ach, wisst ihr was? Ich hab verkackt gerade in der Pause. Ah, weil ich die Batterie wechseln muss, hatte ich verkackt. Achso, warte mal. Nee, der, ich kann ja gar nicht hier hin. Ach. Wo muss ich hier hin? Ich muss mal kurz Sachen verkaufen. Ah, es tut mir leid. Wir können keine Zeit, ich wollte das eigentlich sonst immer in der Pause machen, aber. Wir müssen lernen, wie man sie erledigt. Da komme ich ins Lager zurück und der Wind hat mein Zelt davon geweht. So, hopp, kaufen. Ich will jetzt nicht alles komplett zerlegen müssen und so weiter. Das brauchen wir, das kann weg. Das kann weg. Muss Reinholz auch mal. Bisschen Reinholz Messner muss hier mal ein bisschen weg. Das ist ein bisschen arg viel. Was wir da haben. Das haben wir auch ganz schön oft. Das auch ganz schön oft. Das auch ganz schön oft. So, und das willst du nicht, ne? Hm. Hier einfach mal fallen lassen. R. Sind immer noch 1000 Reinholz. Auf geht's. Ja, dahin. Gut, Eulehammer. Also brauchen wir jetzt noch Dachs und Fischgräten. Eichhörnchen. Das Eichhörnchen war jetzt echt frech. So, warte. Herstellen. Trage. Was ist da? Dieses. Ach, Rattenknochen. Alter. Natürlich, klar, Ratten. Findest du ja auch so schnell. Ah.
gut, na dann. Gucken wir mal. Das sieht gut aus. Ja. Sehr schön. Waschbärhaut. Davon hatten wir auch mal eine ganze Menge, ne? Langsam, langsam. Ach ja, früher. Diese Wolke, ey. Da ist sogar manchmal das Spiel ein bisschen überfordert, das richtig darzustellen. Hier. Schön. Haben wir das? Das ist ein Fuchs. Oder? So kein Waschbär. Sag ich doch. So, Ach Gott, das ist jetzt echt. Das ist eigentlich so. Okay, so scheint es zu gehen. Na gut, nein, Planänderung. Was ist mit euch los? Die Leute hier, ne? Mach's hier kein Bild. Mal wieder einfach so ein Banditentrupp, ein kleiner, der hier rumkommt und einfach mal Hallo sagt. Super. Und ich habe noch jemanden gehört, aber ich dachte, die sind hier oben. Mr. Blauglanz. Oh, das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein. Ist das vereist oder was? Dort oben. Mann, 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 Mann.
Manchmal. Larynia, könntest du dich eventuell um diese ungebetenen Gast da kümmern? Wärst du so lieb? Danke dir. Ich habe den Blauglanz doch schon eingesammelt, oder was? Aber bin dann trotzdem tot? Ja. Na gut. Danke dir. So. Ziege, da, Ziege. Wie viele Ziegen gibt's denn hier? Ach, muss ich hier oben lang, um hier... Ach, Güdiges. Was ich wohl für Blauglanz bekomme? Naja, Waffen und sowas, ne? Wie üblich. Dachshaut, brauchte ich das nicht auch für irgendwas? Waschbärhaut. Ja. Ja. Das läuft doch wie geschmiert mit unserem guten Tarnanzug hier. Schön. Ist das hier mal ein Schiff gewesen? Nein, das war einfach nur Steinformation. Okay. Das ist eine Aussichtsplattform in irgendeiner Art und Weise. Komm, Fischis? Eine Fischi? Cool.
Okay. Das dauert alles schon wieder länger, als ich erwartet hätte. Auf. Ich weiß, grundsätzlich hätte ich ja auch hier lang reiten können, ne? Aber dann kommen wieder irgendwie diese riesen Viecher hier an. Machen einen auf Stress und dann kann ich wieder nicht entkommen oder so. So. Da haben wir das Pigment. Sieht hübsch aus. Blauglanz. Na gut, dann gehen wir da mal. Suchen wir diesem Blauglanz ein besseres Zuhause. Ja, was mache ich hier? Das Abendmahl der Lafayette. Lafayette? Dodi Lafayette? Damals der... War das schon Mann von Lady Di? Diese Lafayette? Sieh mal, Schatz, wir sind auf der Titelseite. Der Streithahn von Dubois. Ortsansässige Familie serviert Governor Jepson das letzte hofeigene Steak. 11. Juni 2038. Der Gouverneur von Wyoming, Ozzie Jepson, war letzte Woche im Rahmen einiger offizieller Besuche in der Gegend von Dubois. Zwischen all seinen Terminen traf er sich zu einem ganz besonderen Abendessen mit einer ganz besonderen Familie, den Lafayettes. Selbstverständlich kennt jeder die Lafayettes. Wer hat noch nicht einen ihrer Tracks auf dem Rücken eines robusten Paintponys erkundet, in ihren Feldern Taschenratten hinterhergejagt oder sich auf ihrer Farm ein dickes, saftiges Steak schmecken lassen? Ihr enormes Ansehen verleitete den Gouverneur vor 2 Tagen zu einem abendlichen Besuch. Es ist kein Geheimnis, dass die Viehzucht noch schwerer und teurer geworden ist. Die Zeiten, in denen sich die Herden bis hin zum Horizont erstreckten, sind längst vorüber. Deshalb handelt es sich bei den meisten Betrieben, die immer noch Vieh halten, um Touristenrancher. Die Lafayettes haben ihr Bestes versucht, Gott segne sie. Doch sie waren schlau und vorausschauend genug, um ihre Scheunen vor einigen Monaten gegen einen glänzenden neuen Fleischbetrieb auszutauschen. Diese beachtliche Ansammlung von Fässern, Rohren und Bändern nimmt fast 50 Acre in Anspruch und hat eine Kapazität von über 600 Fleischeinheiten pro Minute. Blauglanz. Ups. Wollte ich das hier machen? Hier ist nichts, ne? Genau. Okay, ist alles hinter uns. Alles klar. Dann einmal hier lang.
ihr hört mich nicht mehr. Entschuldigung, ja, dann... Da ist etwas schiefgelaufen. Okay, ich meinte nur gerade, wir müssen dann uns hier mal wieder dran orientieren, hier lang zu laufen. Und den Blauglanz muss ich dann mal später holen, weil... Genau. Weil, ne. Danke für die Info übrigens. So. Was ist denn da für einer? Anuk-Schamane. Hier, warum schickt mich das Ding jetzt dahin? Ne? Hier, in diese Richtung. Wozu? Es ist genau die andere. Mann. Zeig mir das doch einfach mal oben auf meinem Kompass an, dann ist das okay. Dann finde ich schon einen Weg dorthin. Aber zeig's mir doch bitte am Kompass. Das ist doch kacke sowas. Weil bei allen anderen Sachen macht's das ja auch. Hier, siehst du, der Turm, der Kontrollturm, den ich nicht ausgewählt habe, dass ich den irgendwie angezeigt bekomme, ne? Den zeigt er mir an. So, da, die Türme. Das Lagerfeuer, das nicht. Aber wenn ich das hier markiere, da zeigt das mir oben an. Es ist, also, das sind diese Kleinigkeiten, ne? Aber gerade wenn man dann auf der Karte eben nach diesen Dingern suchen möchte, dann sind es wichtige Kleinigkeiten. Das muss man halt einfach leider so sagen, wie es ist. Ne? So. Und da haben wir das mittlere Oxid. Schön. So, Fische. Der letzte ist eventuell blau, ne? Ja, genau. Ne, das war ja dann Fischhaut. Ah, okay. Ja, hier. Ach, guck mal. Ey, der zweite ist genau das, was wir brauchen. Der ist grün. Ja, dann. Nochmal Waschbärknochen. Ja gut, haben wir nicht so viele, ne? Das Gute an diesem Outfit, ne? Der stand jetzt echt nicht weit weg von uns, dieses Langbein, und trotzdem gleich zwei. Oder sind es eher gleich wieder drei? Na klar, jetzt zeig's unten an. Diese Wegführung manchmal. Immer nur schlimm. Ja, okay, und wo ist jetzt... Oh,
Werden die Touristen zurückkehren? Ein Datenpunkt. Klar, den habe ich, also, wie ich den gesehen habe. Adleraugen. Werden die Touristen in den Park zurückkehren? 1. März 2045. Kontakt Marnie Jeffords. Mammoth Hot Springs, Roosevelt, Wyoming. Brückenbogen schwebt über der Straße zum Nordeingang des Yellowstone-Nationalparks. Während seiner Blütezeit passierten monatlich mehr als 100.000 Menschen diesen Bogen auf ihrem Weg zu solch gefeierten Wahrzeichen wie dem Geysir Old Faithful, dem mächtigen Yellowstone River und der leuchtenden Grand Prismatic Spring. Seit Präsident Ulysses S. Grant im Jahr 1872 das Gesetz unterzeichnete, welches zur Gründung des Yellowstone-Nationalparks führte, hat das Gebiet Waldbrände, Weltkriege und Erdbeben überstanden und über 150 Jahre lang Naturfreunde aus aller Welt angezogen, bis Umweltprobleme die gesamte Welt ins Chaos stürzten. Im Jahr 2031 zog die Bundesregierung die Förderung des Parks zurück und überschrieb dem Bundesstaat Wyoming das Gebiet, woraufhin die Besucherzahlen stark zurückgingen. Die zuverlässigen Ausbrüche des Old Faithful zogen keine Besucher mehr an und das Mammoth Hot Springs Hotel, in dem Gäste sich einst Bison-Hackbällchen schmecken ließen, blickte verlassen über die Wildnis des Parks. In den 30er Jahren wurden mehrere Versuche unternommen, den Park zu privatisieren. Viele Firmen, darunter die mächtige Faro Automated Solutions, unterbreiteten Angebote. Nachdem Faros Angebot 2014 abrupt zurückgezogen wurde, stellte man den vernachlässigten bundesstaatlichen Schutz von öffentlichen Parks im Rahmen der Linderung des Klimawandels durch technologische Mittel wieder her. Während die Welt sich mühsam erholt, wird Yellowstone ihr nacheifern. Nächste Woche wird der Park erneut an die Regierung der Vereinigten Staaten überschrieben, wobei Faro Automated Solutions die Übergabe finanziert und als Geldgeber für bislang nicht näher angegebene neue Einrichtungen fungiert. Der Tourismus profitiert bereits von diesen Verfahren und schon bald werden das Mammoth Hot Springs Hotel und der Park selbst wieder von Besuchern strotzen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Mein Atem gefriert, noch bevor ich überhaupt ausatme. Eine Tierfigur. Die vorletzte. Zeigt ein stolzes Raubtier. Beschriftung 6 von 7 in einem Gedenkset. Von dem guten, krassen Montana Recreations. Ach, der gute Montana Recreations. Gut, oh, was haben wir denn hier? Noch ein Kontrollturm-Thema. Hier auch noch Blauglanz rumliegen. Ja. Gut, und hier hinten haben wir die Pigmentsammlerin. Sehr schön. Jetzt bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Ja, das machen wir dann in der nächsten Folge. Da gehen wir dann rüber zur Pigmentsammlerin. Verkaufen das ganz schön oder geben es zumindest ab. Und dann werden wir sehen, was wir dafür bekommen. Was es da eventuell an interessanten Dingen so gibt, was wir damit anfangen können. Ja, und dann würde ich sagen, ja gut, hier, ne, den Turm, den machen wir natürlich noch schnell auf dem Weg dann. Und ja, danach gehen wir die Leute dort oben noch retten, die nicht gerettet werden wollen. Ja, wird spaßig, denke ich. Also dann. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Cheerio.